die Stefan Janssen. Nach ihrer Indienststellung 1968 wurde der Eisbrecher bis 1990 von der Bagger-, Buxier- und Bergungsreederei für das Seefahrtsamt der DDR beredert. Bis 2005 durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund, bevor sie im Jahre 2005 außer Dienst gestellt wurde. Der Eisbrecher der Nikitich-Klasse war in Deutschland der zweitgrößte seiner Art. Seit seiner Außerdienststellung gab es viele unterschiedliche Besitzer und Pläne für das Schiff. Im Mai 2018 kaufte es schließlich die Hansestadt Rostock für 25.000 Euro. Ein Schnäppchen. Michael Egelkraut ist der Vorsitzende der Technischen Flotte Rostock und täglich auf dem Eisbrecher. Er sorgt dafür, dass an Bord des Schiffes alles in geregelten Bahnen abläuft. Also nach der Zwangsversteigerung im Mai 2018 haben wir das Schiff übernommen. Der Zustand war aufgrund der langen, ungepflegten Liegezeit sehr desolat. Es waren sehr viele Rohrleitungen zerfroren, das Schiff hatte enorm Schaden genommen. Und seitdem haben wir systematisch daran gearbeitet, im Inneren des Schiffes die Rohrleitungen, die wasserführenden Leitungen, die Maschinen, alles wieder zu überholen, um sie in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen. Zeitgleich sind meist 8 bis 10 ehrenamtliche Helfer an Bord. Heute bekommt die Stefan Janssen Treibstoff. Ja, wir haben gerade Diesel bekommen für das Schiff. Das Schiff liegt ja nicht bloß, sondern wir führen auch bestimmte Reparaturen aus, wir lassen die Maschinen laufen und dafür brauchen wir Brennstoff. Und wir haben gerade Brennstoff genommen, drüben auf die Steuerbordseite, um dann die Hilfsdiesel mit speisen zu können im Rahmen von Führungen, ja, dass da auch die Demonstration der laufenden Maschinen gezeigt werden kann. Wir werden im Jahr etwa 4000 Liter Diesel dafür verbrauchen. Neben dem Diesel brauchen wir auch Heizöl. Das Schiff muss ja beheizt werden. Wir haben Frostschäden gehabt in der Vergangenheit. Und so, dass wir da ungefähr 15, 20 Tonnen Heizöl im Jahr für dieses Schiff brauchen. Zweimal im Jahr wird der Eisbrecher mit Treibstoff versorgt. Auf dem Achterdeck sind 2 Azubis der Stadtwerke Rostock im Einsatz. Momentan sind wir dabei, die Decksflächen zu entrosten, zu konservieren und dem Schiff wenigstens zur Hansesee wieder einen ansehnlichen Zustand, optischen Zustand zu versetzen. Wir haben momentan 2 Azubis aus dem 2. Lehrjahr hier an Bord, die uns sehr gut unterstützen. Darüber freuen wir uns natürlich, dass sich auch Betriebe für das maritime Erbe in Rostock interessieren und auch die entsprechenden Unterstützungen geben. 45 aktive Mitglieder hat der Verein, die zwischen 2 und 5 Tage auf dem Schiff arbeiten oder Touristen über das Schiff führen. Es sind hauptsächlich Rentner. Darunter ehemalige Seeleute, aber auch Quereinsteiger, die auf dem Schiff vor allem auch eine soziale Heimat finden. Der tägliche Lohn, ein Mittagessen in Schiffskostmanier. Frisch gekocht. Heute gibt es Ente süß-sauer mit Reis. Dazu ruft Michael Egelkraut die Mannschaft mit der Schiffsglocke, die vor kurzem erneuert wurde. Das ist eine Motivation für unsere Vereinsmitglieder, dass sie ein warmes Mittagessen hier bekommen. Darauf sind wir sehr stolz, weil auch die Preise dort sehr erträglich sind. Nicht jeder hat eben die finanziellen Möglichkeiten, irgendwo in einer Kantine zu essen. Aber es ist hier schon in Ordnung und dafür bedanken wir uns auch bei unseren Köchen. Ausfahren kann der Eisbrecher nicht mehr. Rein technisch wäre es nach einer Generalüberholung möglich. Rund 1,5 Millionen Euro würde diese jedoch kosten. Eine 5-stündige Ausfahrt kostet bei einem Verbrauch von 1000 Liter Diesel pro Stunde 25.000 Euro. Zu viel für den Verein Technische Flotte Rostock. Besichtigungen sind täglich von 10 bis 18 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei. Der Verein freut sich allerdings über eine kleine Spende.